Willkommen zurück beim Book of Unwritten Tales. Und ich habe nachgeschaut, wer die Stimme ist. Und ja, ich feiere das gerade, einer der ganz, ganz Großen im deutschen Fernsehen und bei den Synchronsprechern. Unter anderem auch in Huibu beim Kapitän der Gespenstergarde und sowas. Aber dazu nach dem Intro was. So, also, Wilbur Wetterquarz ist Oliver Rohrbeck, das haben wir ja schon festgestellt. Und der Kellermeister ist niemand geringerer als Wolfgang Völz. Das sind echt geile Namen. Ich kann ja mal gucken, wer hier so mitspricht. Marion von Stengel, Dietmar Wunder, Marco Rosenberg, Bodo Wolf, Detlef Bierstedt, bekannt als die Stimme von Commander Riker bei Star Trek. Peter Gröger, Uli Krom, Stefan Krause, Santiago Zisma, Bernd Vollbrecht, Regina Lemnitz, Michael Iwanek und Thomas Danneberg. Also ich sag mal, freut euch drauf, die Stimmen sind alle richtig, richtig geil. Das wird ein Fest, dieses Spiel. Ich kann es einfach nur schon mal sagen. Dafür danke an Dailies. Macht nach der ersten Folge schon Spaß. Unglaublich. Also, dass Oliver Rohrbeck mitspricht, wusste ich ja, aber dass hier auch gerade Wolfgang Völz mitspricht und sowas. Ich bin gerade richtig geplättet. So, nichtsdestotrotz, schauen wir mal, was wir machen können. Hier ist eine Ratte. Eine diebische Ratte. Verschlagen und gefährlich. Sie flüchtet immer in ihr Loch, sobald ich ihr zu nahe komme. Eine große Transportkiste. Die muss geliefert worden sein, als ich, gefegt habe. Mal sehen. Keine Chance. Mit bloßen Händen bekomme ich die Kiste nicht auf. Die Zwerge sind hervorragende Steinmetze. Der Kamin ist Beweis dafür. Die Rohre führen durch die Wände und den Boden. Sie sind Teil des zentralen Bierversorgungssystems, das die ganze Bastion durchzieht. Das ist eine Landkarte. Die besten Kneipen des Landes steht drauf. Sie zeigt das Gebiet von unserem schönen Weißkammgebirge bis hinunter zum Meer, an dessen Küste die Menschen leben. Das ist der Lieblingsplatz des Kellermeisters. Dort ruht er sich abends gern aus. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Ist mit dem Bier alles in Ordnung? Das lässt sich nicht so einfach sagen. Ist eine komplizierte Sache mit dem Bier. Da denkst du, scheint ja gut zu sein. Und plötzlich... Boom. Ist alles erdig und muffig im Abgang. Hilft alles nichts. Von einem Krug wird man nicht schlau, sag ich immer. Ich soll den Roboter aus der Kiste auspacken und auf die Jagd nach einer Ratte schicken? Genau. Sollte für dich als Gnom nicht schwierig sein. Ihr habt doch ein Händchen für so technischen Kram. Ich hab's aber nicht so mit Technik. Ich interessiere mich mehr für die geheimnisvollen Mächte der Magie. Na, in jedem Fall ist bestimmt eine Anleitung in der Kiste. Damit sollte es auch für den Herrn Magier nicht schwierig sein. Ja, herrlich. Und sobald der Roboter die Ratte gefangen hat, kann ich Feierabend machen? Ja, da kannst du nach Hause und weiterschlafen. Ich soll den Roboter aus der Kiste auspacken und auf die Jagd nach einer Ratte schicken? Genau. Sollte für dich als Gnom nicht schwierig sein. Ich hab's aber nicht so mit Technik. Ich interessiere mich mehr... Wo sind eigentlich die anderen Zwerge? Im Krieg, weißt du doch. Schon seit Jahren ist niemand mehr hier außer mir. Ich halte den ganzen Laden in Schuss. Wenn du nicht wärst, wäre ich vielleicht schon an Einsamkeit gestorben.
Wie sieht es denn an der Front aus? Die Allianz gewinnt doch wohl. Ist ein ganz schöner Schlamassel. Es geht vor und zurück. Und das seit Jahren. Keine Seite kann sich einen Vorteil verschaffen. Heute erobern wir Finsterburg. Morgen plündert die Schattenarmee Auenhain. Heute erledigen wir Garok den Finsterschlitzer. Morgen erwischen sie Bella Sonnentau. Zurzeit belagern sie wohl die Festung von Modroga, der alten Erzhexe. Da beißen sie sich aber die Zähne aus. Das kann noch Jahre dauern, bis eine Seite die Oberhand gewinnt. Hoffentlich unsere. Tja, hoffentlich. Vermissen Sie die anderen Zwerge sehr? Na ja, ist natürlich nicht viel los hier, das stimmt schon. Früher haben wir jeden Abend ordentlich gefeiert. Steinbeißer und Bolin, der Bär, Beppe und Talin, der konnte jeden im Fingerhakeln besiegen. Und natürlich Blind, unser Anführer, mit seinem goldenen Humpen. Jetzt habe ich nur noch dich. Und du bist auch nicht gerade ein großer Partylöwe. Vielleicht kommen die anderen Zwerge ja bald zurück. Tja, und dann erzählen sie von ihren Abenteuern. Was sie alles erlebt haben. Und ich kann da nur zuhören. Ich würde gern ihre Geschichten hören, wenn ich schon nicht dabei gewesen bin. Ja, irgendwie hat er da recht, oder? Ich kümmere mich dann mal um den Roboter und die Ratte. Jojo, mal zu! Der Killermeister ist doch Alkoholiker. So, Brechstange. Eine Brechstange in Zwergengröße. Also zu klein. Irgendwas wird schief gehen. Mal sehen. Bin ja mal gespannt, was da für ein Roboter rauskommt. Ach was du ist Scheiße. Das? Ah, die Bedienungsanleitung. Flusselfisch. Sukubanisch. Ah, da. Zwergisch. Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines X100 Gnomen-Hausroboters entschieden haben. Füttern Sie den X100 mit den stinkenden Resten Ihrer ekelerregenden Existenz. Kein Brokkoli oder Rosenkohl. Zu den Ratten. Da. Rattenpflege, Rattenaufzucht. Ah, Rattenjagd. Um Ratten oder Ungeziefer aller Art zu jagen, müssen Sie den X100 mit DNS des Zielobjekts füttern. Als DNS-Träger eignen sich Haare, Blut, Schweiß, Popel und andere Dinge. Na gut, also muss ich den Roboter erst mit Müll füttern, damit er sich anschaltet und ihm als Hauptgang etwas DNS von der Ratte geben. Endlich mal eine unkomplizierte Rattenfalle. Na super. Eine diebische Ratte. Verschlagen und... Das scheint das Rattenloch zu sein, in dem der Nager seine Beutezüge plant. Die Ratte hat sich durch das Holz gefressen. Da hängt noch etwas Fell an einem Splitter. Das nehme ich mit. So, dann gucken wir mal, wo wir Müll finden, ne? Küchenabfälle. Ich nenne es Geschichte der Zwergennahrung, die letzten 3 Wochen von Wilbur Wetterquarz. Uax. Die Sonne steht schon ziemlich tief. Nicht mehr lange, bis es dunkel wird. Zwergenfastfood. Aber ich habe keinen Hunger. Der Herd wird nur gelegentlich benutzt. Heute Morgen hat sich der Kellermeister einige Bierwürste warm gemacht. Eine Kaffeekanne aus Blech? Sie wurde schon lange nicht mehr benutzt. Und sicherlich noch nie für Kaffee. Der Kellermeister misstraut antialkoholischen Getränken. Läuft. Die Glut im Ofen hat sie warm gehalten.
Der Herd ist immer noch warm. Man könnte nichts mehr darauf kochen, aber man könnte wohl etwas aufwärmen. Ein Haufen dreckiges Geschirr. Je länger die anderen Zwerge schon weg sind, desto weniger kümmert sich der Kellermeister um solche Dinge. Ich würde den Kellermeister ja darauf hinweisen, aber am Ende soll ich es dann noch abwaschen. Ein alter, ziemlich dreckiger Kochtopf. Ah, mutierter Schleim! Na super. Vielleicht hätte ich den Rest Schokopudding doch wegkippen sollen. Solange der Schleim dort drin ist, werde ich den Topf garantiert nicht mitnehmen. Schleim kann bösartig sein. Böser! Ich glaube kaum, dass ich den Schleim aus dem Topf schöpfen kann. In diesen Kesseln wird Bier gemacht, sagt der Kellermeister. Das ist seine private Anlage. Die richtige steht unten im Keller. Der Kellermeister sagt, Bierbrauen sei ganz einfach. Allerdings hat er es auch jahrelang in der Schule gelernt. Okay. Okay, gut, aber dann haben wir ja erstmal das, was ich jetzt brauche, wahrscheinlich. Mal schauen, wie ihm das schmeckt. Aha, funktioniert. Und nun noch das Fell als Quelle für Ratten-DNS. Und weg ist sie. Die kommt so bald nicht wieder. Aufgabe gelöst. Das war jetzt alles? Ehrlich gesagt fasse ich da ohne guten Grund lieber nicht rein. Wer weiß, was die Ratte da alles drin versteckt hat. Vielleicht vergammelte Nahrung oder bereits verdaute Nahrung. Oder noch mehr Ratten. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Wissen Sie eigentlich, dass in einem Topf in der Küche bösartiger Schleim lebt? Ja, hat mir heute Morgen eine Wurst geklaut. Und das beunruhigt Sie gar nicht? Na ja, leben und leben lassen, sage ich immer. Solange er nicht ans Bier will. Unglaublich. Die Ratte hat ausgespielt. Ich hab's gesehen. Schon Wahnsinn, was ihr Gnome so austüftelt. Der Ratte durfte auf jeden Fall der Appetit auf meinen Hopfen vergangen sein. Die kommt so bald nicht wieder. Darf ich denn jetzt Feierabend machen? Ja, klar. Komm gut nach Hause, mein Kleiner. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen. Bis später, Junge. Ja, schön. Wieder ein Tag vorbei. Und wieder habe ich keine Prinzessinnen gerettet, keine Drachen bekämpft und keine Orks gejagt. Eine Ratte habe ich in die Flucht geschlagen. Und das nicht mal alleine, sondern mit einem vollautomatischen Roboter. Es braucht wohl etwas mehr, bis meine Statue neben der von Ritter Thilo in der Halle der Helden steht. Aber ich werde es schaffen. Oha. Ui, jetzt wird's groß. Hey du, Junge, du musst mich hier herausholen. Schnell, bitte. Ich bin entführt worden. Eine Elfe hat mich befreit. Sie wollen... So glaube mir doch. Ich habe den Schlüssel zu etwas, das den Krieg entscheiden kann. Hör zu, Junge. Es ist zu spät. Siehst du diesen Ring? Er ist der Schlüssel.
bringe ihn zum Erzmagier der Menschen in die Stadt Seefels. Hörst du? Aber... Unser aller Schicksal hängt davon ab! Oh Mann, das glaubt mir doch niemand. Ich kann doch unmöglich allein bis ans Meer zur Stadt der Menschen reisen. Ich brauche Hilfe. Ich sollte den Kellermeister um Hilfe bitten. Oder Opa, der hat für die Allianz gekämpft. Der eine Ring, sie alle zu binden, oder wie war das? Das erinnerte so gerade ein bisschen an Herr der Ringe. Wie war der Spruch denn nochmal? So, ich guck gerade mal eben. Der Ringspruch, Herr der Ringe. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Genau das. Ja, dann hoffen wir mal, dass uns das hier nicht passiert mit diesem Ring. Vermutlich zeigt die Statue einen berühmten Zwergenführer. Aber mit der Geschichte des kleinen Volks kenne ich mich nicht aus. Eine zusammengerollte Plane. Vermutlich eine von denen, wie sie hier überall hängen. Aber erstmal alles mitnehmen. Die Planen sollten den Steinmetzen wohl etwas Schutz bieten. Sie müssen einiges aushalten, wenn sie bei Wind und Wetter dort hängen. Da klettere ich lieber nicht hoch. Da ist alles vereist. Wahrscheinlich würde ich mir den Hals brechen. Natürlich ist es hier in den Bergen das ganze Jahr ziemlich frisch. Aber dieses Jahr hat der Winter besonders früh zugeschlagen. Hat funktioniert. Ich hab einen. Weiß zwar nicht, was man mit dem Eis macht, aber ich vermute mal... Es wird lange dauern, bis der Eiszapfen schmilzt. So warm ist die Kanne nun auch wieder nicht. Ich sollte das Schmelzen beschleunigen. Jetzt habe ich mir gedacht, dass hier Wasser reinkommt. Okay. Das ist der Eingang zum Gnomenbau meiner Familie. Wir leben schon seit Generationen hier oben. Okay, aber hier komme ich nicht wieder rein bei dem Kellermeister jetzt, oder wie? Doch da, die Zwergenbastion betreten. Dann gehen wir erstmal da zurück. Herr Kellermeister! Hallo? Herr Kellermeister, wo sind... Ach, er pennt. Herr Kellermeister! Herr Kellermeister! Hm? Was? Wir müssen die anderen Zwerge verständigen. Da war ein Gremlin in einem Käfig und er hat mir einen Ring gegeben und... Was? Was für ein Ring denn? Diesen Ring! Es ist ein sehr wichtiger Ring. Der Gremlin hat gesagt, er würde unser aller Schicksal... Wirklich, Wilbur? Ich habe keine Zeit für Kindereien. Ich habe Wichtigeres zu tun. Aber der Ring muss zum Erzmagier in die Stadt der Menschen gebracht werden. Er kann den Krieg beenden, hat der Gremlin gesagt. Hör mal, Kleiner, das ist ein Ring. Was soll der können? Er ist... Ich muss... Der Gremlin lügt doch nicht. Überleg doch mal. Wann hätte jemals irgendjemand einem kleinen Wesen wie ein Gnom einen wichtigen Ring gegeben? So was passiert nicht. Aber... Du ist aber gut. Geh nach Hause, es wird schon spät. Na super. Vom Kellermeister kann ich wohl keine Hilfe erwarten. Es dürfte nicht lange dauern, bis der Eiszapfen schmilzt. Der Herd ist noch warm.
Der Eiszapfen ist schon weg. Übrig bleibt kristallklares Wasser. Ich glaube kaum, dass ich den Schleim aus dem Topf schöpfen kann. Okay, kristallklares Wasser, wofür auch immer. Gehen wir mal schauen, was die Gnome zu bieten haben. Hey, mein mechanischer Flugfisch Nemo. Was machst du denn hier? Das ist eines der wenigen technischen Geräte, das ich selbst gebaut habe. Naja, um ehrlich zu sein, eigentlich Vater und meine Schwester. Aber ich habe zugesehen. Er funktioniert immer noch. Ein solides Stück Gnomentechnologie, möchte ich sagen. Läuft, würde ich sagen. So, aber hier findet jetzt ein neues Kapitel oder ein neuer Teilabschnitt statt. Und den machen wir in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein, wenn es heißt The Book of Unwritten Tales.